Biolandbau sind die Wurzeln und Kräuter ein großes Problem, da der Striegel praktisch keine Wirkung hat und selbst die Hacke mit Gänsefußscharen nur ganz oberflächlich die Wurzel und Kräuter streift, aber meistens nicht genügend ausreißt. Die Stoppelbearbeitung bildet die einzige wirksame Möglichkeit, um Wurzel und Kräuter zu regulieren. Heute sehen wir zwei Typen von Bodenbearbeitungsgeräten, die zur Stoppelbearbeitung eingesetzt werden können. Das sind die Schälpflüge und auf der anderen Seite die Grupper. Bei der Stoppelbearbeitung ist es möglich, je nach Wurzelsystem in unterschiedlichen Tiefen zu arbeiten. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Das Prinzip ist immer dasselbe. Man durchschneidet den Boden oberflächlich, und zwar ganzflächig, das ist wichtig. Es muss alles abgeschnitten werden. Was variiert, ist die Tiefe. Die Tiefe, die wird je nach Boden- und Wurzelunkrauttyp eingestellt. Bei Winden, Quecken und Disteln ist das relativ oberflächlich. Da beginnt man mit 5 cm. Dann macht man einen zweiten Durchgang in 10 cm. Und wenn notwendig noch einen dritten Durchgang in etwa 12 bis 15 cm. Beim Ampfer hingegen genügt ein Durchgang in 15 cm Tiefe. Im Gegensatz zum normalen Pflug arbeitet der Schälpflug hier ohne Vorschäler. Dies hat den Vorteil, dass es weniger Kraft braucht und die Wurzelunkräuter nicht zerstückelt werden. Der Flachgrupper braucht noch weniger Kraft als der Pflug. Er durchschneidet den Boden ebenfalls ganzflächig auf 8 bis 10 cm Tiefe. Im Gegensatz zu den Schälpflügen wendet er den Boden aber nicht. Die Wurzelunkräuter werden nur teilweise freigelegt. Das Spezielle an diesem Flachgrupper ist sein Nachläufer, der die Wurzelunkräuter mit seinen Sternen freilegt und nicht rückverfestigt. Bei uns im Betrieb, wir haben sehr viel Getreide in der Fruchtfolge. Da ist das Problem von Winden erhöht. In den letzten Jahren haben wir aber mit dem Einsatz vom Flachgrupper das Zeug recht gut im Griff. Mit dem Problem von Blacken sind wir besser. Da wir sie zweimal schneiden pro Jahr, ist der Blackendruck geringer. Also hier auf unserem Betrieb haben wir bei den Wurzelunkräutern hauptsächlich Probleme mit Blacken. Vermutlich aufgrund der früheren Bewirtschaftung hat sich die Blackenpopulation stark vermehrt. Wir haben gewisse Parzellen, die komplett mit Blacken verseucht sind. Daher versuchen wir jetzt mit einem normalen Flügelschargrupper, der komplett unterschneidet, den Boden auf etwa 18 cm zu durchschneiden. Das wühlt schon einmal etwas auf und dann lassen wir das Ganze etwas antrocknen und dann gehen wir je nach Wetter und Zeit zwei, drei oder viermal mit einer schweren Federzinkenecke darüber. Wenn wir Zeit haben, lesen wir die Wurzeln zusammen. Andernfalls hoffen wir, dass möglichst viel an der Sonne verdorrt. Wenn die Blacken mal oberflächlich liegen und so beim heißen Wetter im August, hat man schon einen relativ guten Erfolg. Also die Blacken verdorren relativ schnell.